300.000 Abonnenten sind verdammt viel. Mit 300.000 Menschen könntest du die Aula der Gertrud-Bäumer-Realschule Gelsenkirchen bei externer Bestuhlung 272 Mal füllen. Wenn jeder von deinen Abonnenten eine Postkarte wäre, dann wäre die Fläche größer als 4 Fußballfelder. Wenn jeder davon 1 Euro wäre, könntest du dir fast 4-mal diesen lebensgroßen Spinosaurus aus Glasfaserkunststoff kaufen. Wenn jeder deiner Abonnenten ein Like wäre, dann könntest du 8,5-mal diesen bescheuerten Sammy Slimani-Post voll liken. Und wenn jeder einzelne Abonnent von dir ein Chromosom wäre, dann würde das für eine furchterregende Armee von über 8000 Ottern reichen. Also wenn das nicht beeindruckend ist, dann wissen wir auch nicht. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Glückwunsch zu den 300.000. Alles Gute zu 300.000 Abonnenten, lieber Ceo. Zu über 300.000 Abonnenten. What the fuck? Das sind ziemlich, ziemlich viele Menschen. Also es ist eine ganze Menge, es ist viel. 300.000 Menschen haben sich dazu entschieden, einen YouTube-Kanal zu abonnieren, der ohne Drama funktioniert. Ohne Drama von anderen YouTubern, ohne Skandale, ohne Minecraft, ohne Schreien und ohne Brüste. Und da muss ich sagen, Ceo, keine Ahnung, wie du das machst, aber du hast offenbar Leute mit Content überzeugt. Und da ein virtueller Hut ab für dich. Jeder hat die Zange, wenn du noch weiter Abonnenten gedrückst und die weiterhin stagnieren. Mir war nur wichtig, dass ich immer ein Abo mehr habe als du. Wie du gewachsen bist. Nicht mit Scheiße, sondern mit flippigen, kreativen Inhalten. Und das ist geil. Sehr verdient? Kenne ich Leute auf YouTube, die es mehr verdient haben? Ich glaube nicht. Immer wenn mich jemand fragt, wie soll man eigentlich schauen in YouTube Deutschland, ist da alles scheiße, dann sage ich, Ceo, das ist nicht mal gelogen. Auf die nächsten 500 Millionen, 1000. 300 Millionen. Noch ein paar mehr. Ich hoffe, dass du heute ganz besonders feierst, aber bitte ohne Lederhosen, weil das sieht echt komisch aus. Es kann ja nicht sein, dass in Bayern du als solcher Gaskopf, der du bist, mehr Abonnenten hast irgendwann als ich. Da werde ich, oh, ich sag's euch, also ein Liter Blut ist schnell verbritschelt beim Ceo. Das kostet bei dir am Kruzifix nochmal. Alles Gute, Ceo. Ich hoffe, du machst noch lange weiter und hast sehr, sehr viel Spaß an deinem Kanal. Wir wünschen dir alles Beste. Mach weiter so. Alles Gute, bis zum Million. So, Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Oh nein, bitte nicht schon wieder sentimentales Gelaber, bitte nicht. Aber wann passt es halt besser als bei einem Abonnenten-Special? 300.000 ist auch nur eine Zahl, wird mir immer wieder gesagt, aber ist dem wirklich so? Immerhin haben ja 300.000 Menschen sich dazu entschieden, diesem Kanal eine Chance zu geben, diesen zu verfolgen, auch wenn heutzutage nicht mehr alle da sind. Ich meine, wer schaut schon 5 Jahre lang einen und denselben YouTuber? Ich bin einfach froh, dass ich überhaupt die Chance bekomme, so mein Ding zu machen, versuchen, deine Laune aufzubessern oder vor allem halt einfach rumzublödeln und ja, mich so ein bisschen zum Affen zu machen. Ich mache das ja gerne. Ich muss zugeben, anfangs war das aber gar nicht so. Ich habe echt lange gebraucht, so offen vor der Kamera zu reden, wie jetzt gerade, weil man lernt im Leben, sich eher zu verstecken, was total dumm ist. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man offener ist, dann fällt es Menschen viel einfacher, auf einen zuzugehen. Generell bin ich zurzeit sehr glücklich, weil einfach alles saugut läuft. Nicht, weil ich jetzt irgendwie reich oder berühmt bin. Ich habe weder eine eigene Firma, noch habe ich jetzt irgendwie ein teures Auto vor der Haustür oder mache jeden Tag Urlaub. Und es ist auch wirklich scheißegal, wie viel man hat, wie hoch die Like-Anzahl ist oder wie gut man etwas kann. Das macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Nein, ich bin glücklich, weil es mir nichts mangelt zurzeit. Ich habe keine großen Sorgen, ich kenne tolle Menschen und habe ein super lustiges Hobby, was ich einfach ausleben kann, hier auf YouTube. Was ich vermutlich ohne eure Unterstützung gar nicht ausleben könnte, weil es einfach viel zu zeitaufwendig wäre. Wofür ich sehr dankbar bin, weil einige von euch unterstützen ja sogar mehr als nur die Videos anzuschauen und das ist so, da fragt man sich immer,
warum, womit hat man das verdient? Wenn man jetzt sagt, YouTube hat mein Leben besser gemacht, dann könnte man ja eigentlich auch sagen, ihr habt mein Leben besser gemacht. Und dafür wirklich danke, das ist wirklich ziemlich cool von euch. Ich finde, dass du viel mehr Aufmerksamkeit verdienst. Du machst so grandiose Videos und... Dafür bedanke ich mich. Ich habe deinen Kanal erst vor wenigen Monaten entdeckt und ich muss sagen, schon nach dieser kurzen Zeit bist du ein, wenn nicht der Lieblings-YouTuber von mir. Und ich wollte Theo einfach mal danken dafür, dass er immer und immer wieder jede Woche ein richtig gutes und lustiges Comedy-Video macht. Dein ganzer Schnitt, dann die ganze Arbeit, wo du reinsteckst. Das sieht man einfach. Was ich an dir wirklich sehr bewundere, ist, dass du das Leben nicht so ernst nimmst, dass du kindlich bleibst und einfach vieles mit Spaß angehst. Weil du einfach eine perfekte Mischung aus Comedy und Real Talk hinbekommst. Ich hoffe, du wirst noch die Millionen knacken. Mach einfach weiter so. Bei deinen Kommentaren gibt's fast keine Hater oder ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen. Die Community ist begeistert. Nimm euch ein verficktes Beispiel an ihm, hallo? Du gibst einfach mit jedem deiner Videos ein kleines Stückchen von dir an uns weiter. Und der sowas kann, der ist für mich einfach ein Held. Theo erreicht die 300.000 Abonnenten.